Und Nerim dauert. Naja, richtig durchgeplant nicht so wirklich. Das mag jetzt vielleicht so klingen, aber richtig durchgeplant habe ich das eigentlich nicht. Im Planen war ich noch nie so die Leuchte, aber ich kann mal ganz kurz gucken. Also für meinen ersten Nerim-Durchgang habe ich gebraucht. Das waren insgesamt 10 Streams. Lass mal schnell schauen. Das waren insgesamt 10 Streams, 5,5 Stunden. So plus minus. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so 10 Tage brauchen. Da ich am Wochenende aber ein bisschen länger mache, denke ich, ich werde so eine Woche brauchen. Schätze ich mal so plus minus. Genau, sowas in der Art. Aber das wird mal. A Plague's Tale habe ich nicht gespielt, nein. Aber, oder A Plague Tale. A Plague Tale, glaube ich, aber hat sich jemand oder will sich jemand wünschen? Noch für Juni, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Glaube ich. Vielleicht. So, wir werden jetzt auf jeden Fall das Ende noch. Ah, ja. Das Ende von Black Mesa erleben, denn ich glaube, dass ich in der Stunde oder so ungefähr da durch bin. Ich gehe nur ganz kurz mal mir eine Flasche Wasser holen, weil nach ein paar Bier heute kriege ich langsam einen kurzen Brand. Ich bin in einer Sekunde wieder da. So. Alles klar. Gucken wir uns mal das Ende. Resume. Gucken wir uns mal das Ende von. Danke. Das Ende von. Ihr wisst schon was an. Wie wär's denn mal mit Klicke-die-Klack? Ah ja, ich will eigentlich keine Rakete verschwenden. So. Load. Resume. Ja, mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt endet, weil das Ende von Half-Life 2. War auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Draugen ist schon fertig, ja. Draugen dauert, hat nur 3,5 Stunden. Draugen ist relativ kurz gedauert. Und das Ende von Half-Life 1 wurde gestern auch gesagt, dass es richtig gut ist. Deswegen gucken wir mal. Das Zweier ist schwierig zu überbieten, aber kommt es nur mir so vor, ist es am Ende häufig so in solchen Spielen, dass sie dann immer glauben, mit diesem ganzen Rätselzeug noch einen oben drauf legen zu müssen. Weil ich war gestern gefühlt die letzten 2 Stunden nur irgendwie am Rätseln. Irgendwelche von diesen roten, lebendigen Knoten da zerschießen, irgendwelche Türen aufmachen und irgendwelches. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das artet dann immer so richtig in Arbeit aus. Naja, gucken wir mal, was wir hier so haben. Was war denn das jetzt? Ah, vielleicht macht es meine Munition wieder voll oder so. Ah ja. Okay, gucken wir mal. Aber ich denke, wie gesagt, mal, dass ich relativ nah am Ende bin. Also allzu viel Rätselei kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Ja, das stimmt schon, Rabe. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass sie das eingefügt haben, um Spielzeit zu pushen. Eher Hintergründe mit leuchtenden Dimensionen darzustellen, weiß ich nicht, was du meinst. Ja. Ich weiß auch, was du meinst. Ah, ja. Ich bin irgendwie gefangen. Wahrscheinlich schmeißt er das jetzt auf mich und dann geht mein. Genau, dann geht das Ding hier auf. Hallo Ignaz, grüß dich. Soll ich da durchschießen? Ah ja, ich verstehe. Ja, ich weiß auch, was du meinst, aber irgendwann fühlt sich's für mich als Spieler immer so ein bisschen als, ach, schon wieder. Vor allem, wenn 10-mal hintereinander dasselbe Rätsel kommt. Ich meine, hier geht's noch, weil jetzt Black Mesa jetzt nicht so das Riesenspiel ist. Wenn du mal so 2 Stunden so ein bisschen am Rätseln bist, ist in Ordnung. Aber mir ist es nur irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Half-Life hat da sowieso so eine besondere Stellung. Also Half-Life 2 ist auch über jeden Zweifel bei mir erhaben. Da fährst du auch teilweise sinnlos durch die Gegend und schlachtest irgendwelche Viecher. Gerade der Part in der Wüste oder so. War dann teilweise ein bisschen. Wie viele sind denn das? Diese Waffe ist einfach so geil. Das ist auch schwer, so eine Hassstelle. Ja, beim ersten Mal durchspielen spiele ich es immer alles auf mal auf normal. Aber es gab auch in Half-Life auf schwer einige Stellen, die waren echt richtig übel. Gerade wenn die am Schluss mit dem starken Sturmgewehr hergekommen sind, da sind dann so, da waren einige echt harte Stellen dabei. Für normal. Ich hätte es an einigen Stellen auch höher stellen können. Weil du überlebst schon relativ viel. Also die hauen dich 500 Mal und du wirst halt ständig hier zum Beispiel wieder aufgeladen oder du kriegst jetzt nicht so viel Schaden. Also schwer wäre wahrscheinlich schon ein Ticken besser gewesen, aber fürs erste Mal. Geht jetzt mal kaputt! Wahrscheinlich soll ich den. Ah, hätte ich hier aussteigen sollen. Achso, hier hätte ich, glaube ich, aussteigen sollen. Die werden hier immer wieder erstellt. Was ist denn das für ein Unsinn? Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich, erwischt. Okay, den auch. Lass mich doch mal in Frieden. Wo ist denn der Dicke da oben? Sowas zum Beispiel, so stelle ich mir das vor. Einfach rumrennen und die ganzen Viecher hier fertig machen. Genau so stelle ich mir das vor. Gerade im Anspiel wollen wir nur fiese Flashbacks. Ja, ich weiß. Das dachte ich mir. Das denke ich mir dann auch immer bei anderen Spielen, wo ich die ich schon ein paar Mal durchgespielt habe. Und wenn du sie dann auf schwer spielst, da kennst du so einige Stellen, die. Ach, bei Half-Life 2 waren einige Stellen dabei, da hätte ich. Boah. Ah, dann willst du. Moment mal. Ist das Ding jetzt offen? Ah, jetzt ist das Ding offen. Ah, dann willst du auch nicht runterstellen, ne? Du könntest zwar jederzeit dann runterstellen, den Schwierigkeitsrand, denkst dir aber dann. Nee. Jo, bis denn, Namaro. Wir werden uns wiedersehen.
Oh, ich sollte nicht diese Dinger da kaputt machen. Die beschützen mich hier irgendwie. Oh, Moment mal, die machen hier richtig viel Schaden. Oh, ich hätte die schnell eher, als bin ich gleich tot. Das war auf schwer eine Hassstelle. Ich frag mich, warum. Jo, bis denn, Schaukel. Okay, die müssen schneller sterben. Okay, das geht noch. Die Runde war schon mal besser. Wie viele sind denn das? Puh, okay, hier bin ich wieder aufgeladen. Ach, da kann man einfach reinlaufen. Mehr oder weniger. Oh nein! Autsch. Ah ja. Ein Crash pro Abend muss dazugehören. So, wo ist denn mein Wasser? Ja, ein Crash pro Abend, das braucht's einfach. Ich meine, wenn man sich mal denkt, das ist ja eigentlich. Ah ja. Wenn man sich mal denkt, das ist ja eigentlich mehr so eine Community-Mod gewesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler von Black Mesa ein ganz normales Studio sind oder ob das wirklich so eher so ein Mod-Projekt war. Ich guck mal schnell, ich nehme mal den Speicherstand. Ja, von daher, bei solchen Mod-Dingern bin ich eben. Hallo? Was ist denn bitte No Free Addicts? Hallo? Mal gucken, ob das im Hintergrund noch irgendwie hängt. Die wollen mich nicht beenden lassen. Das ist ähnlich wie bei Gothic 2, wenn es jedes Mal wieder crasht. Wenn du ins Spiel rein willst, dann denke ich mir immer, die werden mich nicht abhalten. Ich lade mal den hier vielleicht. Ob Drakan auch crashen. Mal kurz gucken, ob das Half-Life irgendwie noch im Hintergrund hängt. Eigentlich nicht. Geh ich mal schnell auf Steam und mach mal und reparier mal die Installation oder so. Meine Safe-Games bleiben mir erhalten. Also Drakan, ich hab's ja bisher nicht lang getestet. Ich war nur im Intro und hab mal im Intro geguckt. Dass alles läuft. Ich kann ja mal gucken, wenn es gar nicht geht, dann starte ich mal das Kapitel hier, weil dieses Interloper ist wahrscheinlich bald fertig. Wenn ich den obersten Punkt von diesem Turm erreiche, dann sieht es hier nach diesem obersten Punkt aus. Weil ich kann anscheinend von hier starten, nur habe ich dann wahrscheinlich keine Waffen. Ich weiß gar nicht, das konnte man in Half-Life 2 auch schon. Kein Paket. Also dann ist dein Paket wahrscheinlich einfach nur zu groß. Ich meine, meine Packstation war voll. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil dann wird nämlich an eine andere Packstation das geschickt. Das war mit dem Paket vom Wander auch. Das wird einfach irgendwo anders hingeschickt. Vielleicht ist dein Paket zu groß. Ich nehme mal die... Wahrscheinlich müsste ich neu starten oder so. Die Kampagne da drüben starten kann. Ja, ich weiß nicht, Xelle, vielleicht war das zu groß. Weiten kleiner als das erste, keine Ahnung. Also normalerweise, wenn die Packstation voll ist, dann läuft das so anders hin, weil ich habe gerade heute erst wieder eine Nachricht bekommen, okay, da ist ein neues Paket und es ist halt nur in einer anderen Packstation untergebracht worden, weil
meine anscheinend voll war. Ich frag mich nicht, keine Ahnung. Du bist so ruhig. Ach, weil es immer irgendwas gibt, was man machen kann. Auf Steam das einfach alles neu laden. Auf Steam das wahrscheinlich einfach alles neu laden. Ich bin wahrscheinlich ganz hochgegangen, hab dann da oben vielleicht gegen irgendwas gekämpft und bin dann runtergefallen. Okay, dann gucken wir mal, was zum Teufel das hier ist. Naja, also wenn alles voll ist, das irgendwo wird schon immer Platz sein. Okay, wer genau bist du? Die Waffe macht jetzt nicht besonders viel Schaden. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der... Aua. Ich muss mal gucken, soll ich mit der Waffe vielleicht? Au, 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 da liegt irgendwas auf dem Boden. Ah, Moment mal, da ist eine Öffnung. Ah, okay, ich verstehe, da ist eine Öffnung. Sag, nimm das, du Mistviech. Ratatatata. Okay, gucken wir mal. Hier ist noch keine Öffnung. Da hinten kann ich mich wahrscheinlich aufladen. Das ist aber nur HP. Okay, solange ich in Bewegung bleibe, kriegen mich diese Dinger nicht. Vielleicht muss ich unter denen stehen, dass er diese Orbitalbombardierung, was er hier gerade macht, irgendwie außersehen vielleicht auf diese Dinger da macht. Oder ich muss da wirklich einen aufschießen. Ach, die kann man einfach wegschießen. Okay. Die kann man einfach. Ich dachte, ich muss die irgendwie auf eine besondere Art und Weise wegmachen. Da. Okay, der ist aber, glaube ich, immer noch geschützt. Was ist denn das schon wieder? Okay, HP, bisschen Zeug. Okay, alles klar. Moment mal, irgendwie... Der ist aber immer noch geschützt. Was zum Teufel? Ich soll vielleicht diese ganzen Dinger runterballern. Ja, Loot! Gib mir Loot! Ich weiß aber nicht, ob das ist, was ich machen soll. Ah, Moment mal! Ah! Warte, nimm das, du Mistviech! Moment mal, soll ich ihm auf den Rücken schießen? Das sieht wichtig aus. Hä, das geht ja voll durch! Die Frage ist, wo zum Teufel ist Tim seine Schwachstelle?
Ich gebe meine ganze Munition aus und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich Schaden mache. Ich frage mich nur, wo zum Teufel ist dem seine Schwachstelle? Ich habe meine ganze Munition jetzt schon verballert. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das das ist, was ich machen soll. Ah, es sieht doch so aus, als würde ich dem Schaden machen. Vielleicht soll ich die gesamte Rüstung wegballern oder so. Ratatatatatata! Schön die ganze Munition ausgegeben. Ja, okay, ich sterbe jetzt gleich. Das ist... Hä? Hä? Was? Was? Jetzt schaue ich mal, was der da so treibt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wie er mit Autos nach mir wirft. Also es sah schon so aus, als ob ich Schaden gemacht hätte. Aber ich habe gerade meine ganze Munition auf den reingeballert, als sein Schild unten war. Ja, das Wolfsmesser. Ach, ich mache jetzt mal seine ganze Panzerung kaputt. Und schaue erstmal, was dann passiert. Vielleicht muss das alles weg. Aua, hör doch mal auf, mit Sachen nach mir zu werfen. Das tut weh. Gelohnt, den Boss gestern... Ja, gell? Den Boss gestern nicht mehr zu machen, ja. Seek medical attention. Ich bin dabei. Hä, der rebufft doch das Zeug, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, der kriegt wieder... Das tust du, Eisenschuh. Also jetzt ist seine ganze... Ach, als ob der mich jetzt tötet, gerade als ich seine Rüstung weg... Da ist aber nichts passiert. Mach es alle, ich probier's. Da ist aber nichts passiert. Der sieht aber auch nicht so aus, als würde er Schaden kriegen. Ja, ich weiß auch nicht. Also manche Bosse... Ich weiß ja nicht. Komm. Was macht der denn? Ja, und dann schieben wir ihn einfach woanders hin. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es nochmal woanders hin. Diese Idee ist vielleicht verrückt genug, um uns alle umzubringen. Hä, ich verstehe nicht ganz. Nee, das ist noch nicht der Endboss, glaube ich. Da kommt, glaube ich, danach noch was. Weil ein Kapitel gibt's danach noch, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Soll ich da hochspringen und soll ich dem dann in sein Gesicht springen oder so? Vital Signs Critical. Also ich habe bisher erst einmal probiert, seine ganze Rüstung wegzumachen. Aber ich bin halt kurz danach gestorben, aber das sah jetzt irgendwie nicht so aus, als ob das viel gebracht hätte. Gib mir HP! Ja, tritt ihm in die Eier! Ach, Scrubs. Ich versteh's nicht. Was könnte ich denn noch machen? Also, ja genau, diese Vitalquellen sowieso. Ich könnte immer hintergehen und könnte mich da hochheilen, aber ich habe irgendwie immer noch nicht so das Gefühl, dass ich es richtig mache. Deswegen bin ich noch am Überlegen, was ich noch machen könnte. Ah, du hast recht, ja, die hätte ich fast vergessen. Das kann sein, Eisenschuh, ja. Ich dachte nur, weil danach kommt noch ein Kapitel oder so, aber kann sein, dass das nur die Credits sind. Genau, ja, also da könnte ich mich hochhalten, das stimmt. Ich schieße nochmal die ganze Rüstung weg und dann gucke ich nochmal, was passiert. Meine ganzen schönen Armbrustbolzen. Der rebufft doch die Rüstung, oder? Das gibt's doch nicht. Feierabend, wie das duftet. Mein Gott, diese ganzen alten Werbungen von damals. Hey, Lynn. Ja, wobei, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob er die rebufft. Und doch, glaube ich, ich glaube, er hat eine rebufft. Also die ganzen Rüstungen wegzumachen, ist es, glaube ich, auch nicht. Okay, so nah sollte ich vielleicht nicht ran. Ja, kann sein, dass das dann nur so der Epilog ist oder so. Ich habe da gerade eben schon richtig viel Schaden durchgehauen. Moment, was sind denn das für Dinge? Ah, Moment mal. Moment mal, die Dinger soll ich vielleicht kaputt machen. Ah, Moment. Okay, der nächste wäre hier. Ich könnte mal warten, bis der jetzt hier rauskommt. Zumindest denke ich mal, dass es das ist. Ah, vielleicht, wenn er genug Schaden kriegt. Vielleicht, wenn er genug Schaden kriegt, vielleicht kommen dann diese Dinge. Oder? Vielleicht aber auch nicht. Hä, nee, oder vielleicht auch nicht? Ah, okay. Die Frage ist, ist der jetzt gekommen, weil ich Schaden gemacht habe oder einfach nur, weil ich lang genug überlebt habe? Es sah mir gerade nämlich nicht so aus, als ob das schadensbasiert wäre. Gucken wir mal. Feierabend, wie das duftet. Okay, der nächste wäre der hier. Nimm meine Pistole, du Mistviech!
Und das erfahren Sie im nächsten. Nee, so schlimm ist es nicht. Das wird hier heute enden. Hallo, mach mal wieder dein Ding da an, bitte. Ach so, ich hab aber die fünf Schwerter nicht dabei. Wie mache ich das denn? Ich habe die fünf Schwerter der Orkschamanen nicht dabei. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das was bringt. Okay, ab jetzt kann ich vielleicht Schaden machen. Oha! Oh mein Gott, was geht hier denn ab? Ey, jetzt will das aber richtig wissen. Alter Schwede! Was zum Henker geht denn hier ab? Gott sei Dank speichert er zwischen. Ach, Lynn. Das ist immer wieder traurig, immer wieder aufs Neue, wenn ich sowas höre. Okay, mal gucken. Was genau soll ich hier treiben? Das war jetzt eigentlich eine ganze Menge Schaden. Das ist hoffentlich HP und sowas. Ja, nimm das, du Mistviech! Nimm das, du Mistviech! Ist der tot? Meint ihr, der ist tot? Ich meine, der ist tot. Ah, Moment, auf dieses Ding soll ich wahrscheinlich schießen. Nein, 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 gib mir mal irgendwas, womit ich genau zielen kann. Bist du jetzt tot? Was zum Henke? Bin ich jetzt tot? Nee, Moment, ich hab noch HP. Tritt ihm in die Eier! Immer solche unfairen Methoden. Okay, sieht so aus, als jetzt hab ich ihn verstanden. Ich habe diese. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ich habe diese Teile nicht gesehen. Ja, die Effekte sind geil, gell? So viel Scheiße noch nicht geballert, aber die Effekte sind geil. Guck dir das mal an. Guck dir mal, wie sieht denn die Explosion, Lynn, auf 160p aus? Also ich muss sagen, auf einer hohen Auflösung sah die Explosion. Suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control. For the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested,
Just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anti-climax after what you've just survived. Time to choose. Ich höre auf G-Man. Ich höre auf G-Man. Boah. Zeit, Dr. Freeman. Ich höre auf ihn. Ich nehme sein Angebot an. Ich höre immer noch seine deutsche Stimme. Mr. Freeman, I will see you up ahead. Natürlich nehme ich sein Angebot an. Ja, und das ist nämlich der Anfang von Half-Life 2, wenn man dann anfängt in dem Zug nach Nova Prospect. Das Ende vom Zweier, da kommt dann auch, da ist auch so eine Explosion. Und dann Zeit, Dr. Freeman. Hey Tyre, grüß dich. Ich habe dich wahrscheinlich gerade während des unglaublich epischen Kampfes verpasst, wo ich richtig verwirrt war, was zum Teufel ich eigentlich machen soll. Ja, das Video kenne ich auch, Gummibär. Bla bla bla, Mr. Freeman. Danke für das Herz. Ich trinke einen auf dich mit. Ich habe eine ganze Menge schon auf dich mitgetrunken. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Danke, Araban. Ich hör nur die deutsche Variante. Wachen Sie auf, Mr. Freeman. Und schnuppern Sie die Asche in der Luft. Der rechte Mann am falschen Fleck kann in der Welt viel bewegen. Genau, stimmt ja. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit. Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Es ist wieder soweit. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Und schnuppern Sie die Asche in der Luft. Und dann bist du im Zug drin und dann geht's wieder los. Danke, Araban und Eisenschuh, dankeschön. Ja, der Job ist dann nur bis zu Half-Life 2. Jetzt habe ich zumindest das Einsamal gespielt, wobei ich immer noch ein wenig verwirrt war. Also dass ich auf so einer Alien-Welt lande und gegen ein riesiges Alien-Monster kämpfe, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allem, weil du im Zweier jetzt dich mehr an Menschen hältst. Du hast mal so ein paar Sand-Minecrawler, könnte man sagen, und mal ein paar Zombies, aber das hattest du im Zweier nicht. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Jetzt ist es gerade mal 10. Die Combines sind Außerirdische? Echt? Ich dachte, die Combine ist ganz normales... Ich dachte, das ist ganz normales Sicherheitspersonal. Vielen Dank, mein lieber Zyri. Ja, sehr gut. Obwohl ich mich ein bisschen zum Endboss nicht hinteleportiert habe, aber das wäre wahrscheinlich eh nicht mehr weit gewesen. Ich hätte mich da wahrscheinlich hoch gekämpft oder so. Und dann wäre ich wahrscheinlich runtergefallen oder so. Bier! Danke, Zyri. Und hallo, Belba. Dankeschön für Nummer 7. Danke, Belba. Gothic? Sollen wir Gothic einspielen und noch ein schönes Bier trinken? Sollen wir eine Runde Gothic 1 spielen und ein Bier trinken? Risen 1 habe ich nicht installiert. Risen 1 habe ich nicht installiert. Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Ja, und schnell noch Balukor rushen. Ja, da kommen wir halt nicht allzu weit, wenn ich jetzt Gothic 1 starte. Wie du einfach zum,
zum Hauptmenü zurückgeworfen wirst. Ich kann ja mal gucken, ich schau mal, was die so im Steam Workshop drinnen haben. Da haben bestimmt schon wieder irgendwelche Leute, weil Black Mesa ist schon eine Zeit draußen, bestimmt schon irgendwelche Community-Dinger gemacht. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Was? Nee, mit Bett, Bett, Bett noch nicht. Schön Dieb werden und besaufen. Gute Nacht. Ja, du musst wahrscheinlich zum Arbeiten raus, du arme Wurst. Du bist immer noch für Welcome to the Game. Nee. Nee.